Hallo und herzlich willkommen im Wald. Es gibt Neuigkeiten und ich habe nicht so viel Zeit, deswegen muss ich mich ein ganz kleines bisschen kurz fassen, also für Bandverhältnisse. Und weise darauf hin, wir haben neue Trekkingcamps. Bayern hat nachgezogen. Ich finde, die Entwicklung ist höchst erfreulich, weil jetzt haben wir schon in 4 Bundesländern tatsächlich solche Trekkingcamps. Das ist, kann sich inzwischen wirklich sehen lassen. Offensichtlich lohnt sich das Konzept. Offensichtlich gibt es so wenig Probleme. Also ich will nicht sagen, es gibt überhaupt keine Probleme mit den Dingern, aber es gibt offensichtlich so wenig Probleme, und so viel positive Rückmeldung, insbesondere wenn man sich mal solche Lagerbücher anguckt, was da alles drinsteht an Liebe, mal vorsichtig ausgedrückt. Das ist schon beeindruckend eigentlich, ne? Wie begeistert die Leute, die sowas nutzen, dann auch davon sind. Und das macht Schule. Also es ist wirklich nicht abzusehen, dass der Trend der Neugründung solcher Trekkingcamps irgendwann aufhören wird. Und wie gesagt, die große News, die ich hier jetzt entsprechend verkünden darf, ist, Bayern ist jetzt auch dabei. Gut, wer jetzt nicht genau weiß, was ein Trekkingcamp ist, ich möchte es gerade noch mal geschwind erklären für diejenigen, die hinter Mond gelebt haben. Nein, das muss man nicht wissen, kriegst du nur mit, wenn du auch wirklich auf jedes kleinste bisschen, oder steht Wald, das muss ich lesen, in der Zeitung und ähnlichem, wenn du da halt genau drauf achtest, sonst bekommt das unser Normalverbraucher auch eher nur schwierig mit, ne? Also nicht böse sein, wenn ihr es nicht mitbekommen habt. Also ein Trekkingcamp ist die eine legale Möglichkeit in Deutschland eine Trekkingtour zu machen, ne? Jetzt neuerdings. Es gab bis dahin eigentlich jede Menge verschiedene Möglichkeiten, illegal eine Trekkingtour zu machen. Da hatte man freie Auswahl. Und es gab dann noch die zusätzliche rechtliche Grauzonen-Variante der Trekkingtour. Die könnte man vielleicht eventuell, das ist das, was die meisten Outdoor-YouTuber auch hin und wieder mal ganz gerne machen, dass man halt einfach mit dem Tarp im Wald durch die Landschaft spaziert, Tarp aufspannt, eine Hängematte drunter hängt oder alternativ halt auf dem Boden pennt. Inzwischen ist auf dem Boden schlafen ja fast schon die Ausnahme, habe ich den Eindruck. Und dann halt am nächsten Tage wieder weiterzieht. Streng genommen war das dann schon eine Trekkingtour, wenn da eine Übernachtung mit drin ist. Nach meiner persönlichen Definition sollten es eigentlich schon 2 Übernachtungen sein, damit man es wirklich als Trekkingtour bezeichnen kann. Und das Ganze sollte noch einen gewissen, meiner persönlichen Überzeugung nach, es gibt keine genaue Definition, sollte vielleicht noch mit einem gewissen Strecke zurücklegen Faktor entsprechend verbunden sein. Also ich gehe einen Kilometer in den Wald, baue mir dann da quasi ein Bierzelt auf und nutze dieses ausgiebig und gehe wieder nach Hause, ist meiner Meinung nach keine Trekkingtour. Nicht, dass man das nicht auch machen kann, sofern man nichts kaputt macht, aber ja, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. So. Und bisher, wie gesagt, war das alles nicht so wirklich richtig legal, immer nur so grauzonentechnisch. Man kann auch in einer Hütte übernachten, mit dem Schlafsack einfach in die Hütte liegen, auch mit einer Isomatte und so weiter. Diese üblichen Hütten, die halt im Wald sind, diese halboffenen Dinger, das geht auch, ist auch nicht richtig verboten, aber halt auch nicht ausdrücklich erlaubt. So, und jetzt eben diese Trekkingcamps gibt es jetzt seit vielleicht 4-5 Jährchen, irgendwie sowas. Rheinland-Pfalz hat angefangen, bieten 4 wesentliche Spezifikationen, die das Leben des geneigten Trekkers leichter machen. Erstens, man darf da zelten. Ja? Auf einem ausgewiesenen und auch schönen Platz, wo man schön eben sein Zelt aufstellen kann. Nette Angelegenheit. Zweitens, es gibt da eine Feuerstelle und man darf da Feuer machen. Toll, nicht? Viertens, es gibt da sogar noch ein Klo. Drittens. Ja, da kracht's im Wald. Diese Dinger, inzwischen werden sie so angelegt, dass es dazugehörige Routenvorschläge gibt für dann tatsächlich eine Wanderung, in die man diese Trekkingcamps kombinieren kann. Das ist in der Pfalz besonders schön und in Sachsen, aber dazu kommen wir noch, besonders schön gelöst, weil man da wirklich eine größere Strecke, eine schöne lange Route entsprechend zurücklegen kann über diese diversen Trekkingcamps. Das ist so geregelt, dass man immer nur für eine Nacht bleiben darf und dann muss man wieder weiter. Also heißt, sich da für eine ganze Woche auf so einem Camp einquartieren, das ist nicht möglich, immer nur eine Nacht
und dann, wie gesagt, zum nächsten. Was man also quasi machen kann, ist im Voraus 5 Camps hintereinander buchen und dann jeden Tag halt eben entsprechend weiter wandern und dann am nächsten Tag dann wieder am nächsten zu sein. Faktor Buchung ist was, das könnte man vielleicht noch ein bisschen verbessern, und Sachsen geht da mit gutem Beispiel voran, aber folgendes, bisher sieht es so aus, dass man im Internet so einen Platz buchen kann. Das ist nicht weiter aufwendig, das kann man auch mit modernen Zahlungsmethoden, sprich PayPal, entsprechend dann diese 10 Euro berappen und dann kriegt man eine schöne E-Mail mit relativ vielen Anhängen im Regelfall, und unter anderem befindet sich in einem dieser Anhänge eine Wegbeschreibung, mit der man dann diesen entsprechenden Platz dann auch genau finden soll. Das ist unterschiedlich detailliert und das kommt auch darauf an, wer da jetzt entsprechend hinfinden möchte. Teilweise ist eine Karte dabei. Das ist in der Pfalz. In der Pfalz kriegt man einen entsprechenden Kartenausschnitt, mit dem man da hinfinden soll. Der ist mehr so recht als schlecht, aber es geht. Bisher habe ich noch alles gefunden, einigermaßen zumindest. Und in Baden-Württemberg kriegst du eine lustige schnitzeljagdartige Wegbeschreibung, was das auch mal ein bisschen spannender macht. Was man immer bekommt, sind GPS-Koordinaten, und der Besitzer eines GPS-Geräts oder auch alternativen Handy mit entsprechender App geht ja auch, kann das dann entsprechend nutzen, um da ganz komfortabel hinzukommen. Mir persönlich zu langweilig, aber ja, der Schutz der Camps in Anführungszeichen erfolgt einfach darüber, dass der genaue Ort erst dann bekannt gegeben wird, wenn man das Camp quasi gebucht hat. Das wird sicherlich noch ein paar Jährchen einen gewissen Schutz darstellen. Irgendwann ist dann auch wurscht, ne, weil die Leute dann halt, wenn man da mehrfach kommt, ja irgendwann auch mal wissen, wo die jeweiligen Camps sind, und dann bräuchte man die Wegbeschreibung im Grunde eigentlich nicht mehr, auch wenn man die Tour, die damit in Verbindung steht, zum Beispiel zum zweiten Mal macht oder in mehreren Teilstückchen und so weiter und so weiter. Aber ja, also soweit ist das System. Das System funktioniert scheinbar sehr gut. Aber was macht jetzt Sachsen besser als zum Beispiel die Pfalz? Man muss in der Pfalz sich eben vorher anmelden. So, man kann theoretisch, also zumindest war es das letzte Mal geguckt habe, war es noch möglich, sich den ganzen Platz sozusagen zu buchen. Dann muss man halt eben quasi 3 Zelte bezahlen. 3 bis 4 passen da, glaube ich, auf einen. Also es ist generell so, deutschlandweit gibt es immer 3 bis 4 entsprechende Stellplätze, wo die Zelte hingestellt werden dürfen. Und da dürfen jeweils bis zu 3 Personen in dem Zelt pennen. Und damit kommen wir auf den gesamten Platz. So, ja, circa 9 bis 12 Personen, ne? Je nachdem, wo man sich dann halt eben entsprechend befindet. Das ist schon relativ großzügig eigentlich, diese Anzahl an Leuten, die da pro Tag rumstapfen dürfen. Klingt jetzt erstmal vielleicht für den einen oder anderen nicht viel. Aus Sicht des Ökologen ist das schon eine Menge von Personen, die an einem Fleck im Wald hocken und da sogar mehrfach, theoretisch jeden Tag, dass das schon, das muss man schon erlauben. Ne? Also das ist schon wirklich richtig und wichtig, dass dafür eine entsprechend forstliche Erlaubnis vorliegen muss. Und irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass der eine oder andere Umweltschützer oder dann entsprechend Förster dem das schon ein bisschen zu viel ist. Ne? Aber es sind ja dann halt eben ausgewiesene Flecken. Die Tiere wissen dann ja auch, okay, da ist ständig was los, da gehe ich nicht hin. Und wenn die Leute sich einigermaßen im oder nur im Umkreis des Camps nicht allzu sehr verstreuen, dann ist, glaube ich, die Belastung für Wildtiere und den Wald generell durch eben diese Camps hält sich dann sehr in Grenzen. Man wird früher oder später, das ist einfach nur eine Frage der Zeit, besagte Camps dann auch mit zusätzlichem Feuerholz versorgen müssen, weil wenn da weiterhin so ein Andrang herrscht wie aktuell, dann reicht es nicht mehr aus zu erlauben, dass im Umkreis von XY Metern um das Camp Leseholz gesammelt werden darf mit einer Dicke von maximal 10 cm oder sowas. Das gibt verschiedene Regelungen, ne? Aber ungefähr so lautet die. Weil das reicht ja irgendwann nicht mehr. Ne? Wenn da jeden Tag jemand ist und jeden Tag da ein Feuerchen brennen soll, dann gibt es irgendwann schlicht und ergreifend nicht mehr genügend Holz auf dem Waldboden. Dann ist die Umgebung sehr, sehr gut abgegrast. Das kenne ich auch schon von sonstigen legalen Feuerstellen. Da hat man teilweise auch Schwierigkeiten, in der näheren Umgebung besagter legaler Feuerstelle nennenswerte Mengen an Holz zu finden, ne? Wenn man da eben entsprechend das Ding beheizen möchte. Auch das wurde teilweise behördlich jetzt schon dadurch geregelt, dass es dann heißt, man darf da zwar Feuer machen, man muss aber sein Holz selber mitbringen. Dass also quasi das Recht zum Einsammeln von Holz aus dem Wald quasi gar nicht zugestanden wird. Oder bringen Sie Ihre eigene Grillholzkohle mit oder was auch immer. Also sowas in der Richtung.
da es bei einem Trekkingcamp nicht möglich ist, da sein Holz selber mitzubringen, weil man soll da ja mit dem Rucksack hinmarschieren im Sinne einer Trekkingtour, kann ich mir nur vorstellen, dass das dann irgendwann früher oder später mit Holz beliefert werden muss. Und dann werden die Kosten erheblich höher liegen als bei 10 Euro pro Schlafplatz. Das ist ja momentan auch mehr so ein Selbstkostenpreis und mehr so eine Verwaltungsgebühr, als dass da wirklich richtig viel Geld mit verdient wird. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da allzu viel bei rumkommt. Wobei, naja, aber die ehrenamtlichen Betreuer von den Dingern, die lassen sich ja zum Beispiel, wenn sie mit dem Auto mal hinfahren, um da Müll einzusammeln und so weiter und so fort, lassen sie sich bestimmte auch die Fahrkosten dann irgendwie erstatten vom entsprechenden Träger dieser Camps. Apropos, Träger dieser Camps sind meistens irgendwelche Naturparke in Verbindung mit der jeweiligen Forstbehörde. Naturpark habe ich neulich gerade erst erklärt, das ist im Grunde eine Schutzgebietkategorie in Deutschland. Allerdings die aller schwächste, aus deren Vorhandensein erstmal gar keine Pflichten resultieren, sondern es ist mehr so ein Managementplan, der dem Naturpark dann quasi gegeben wird, der für eine regional typische nachhaltige Entwicklung mit Tourismus irgendwie stehen soll. Ne? Heißt, in so einem Naturpark sollen sich die entsprechend dort zuständigen Verantwortlichen Systeme einfallen lassen, wie man die Natur möglichst nachhaltig nutzen kann, Betonung auf Nutzen, ohne so wenig wie möglich, also mit nur so wenig wie möglich Schaden und das Ganze halt noch touristisch eben entsprechend ausnutzen kann. Ne? So, und diese Naturparke, die machen viel Gutes, die machen teilweise ein bisschen Eigenartiges, aber im Großen und Ganzen ist das eine ganz gute Sache. Unter anderem machen sie halt auch eben diese Trekkingcamps. Ne? Aber dafür brauchen sie die Zusammenarbeit mit der Forstbehörde, weil dieser Naturpark als super schwache Schutzgebietskategorie kann halt wie immer nichts. Aber die Forstbehörde ist natürlich angewiesen, mit dem Naturpark dann irgendwie zusammenzuarbeiten. Und damit ergibt sich dann, dass die halt irgendwie alle auf die Idee kommen, jetzt machen wir doch auch mal solche Trekkingcamps. Ne? Zuletzt geschehen eben in Bayern. Und darum soll es hier ja eigentlich gehen. Aber ich wollte euch mal auf den neuesten Stand bringen und so ein bisschen die allgemeinen Dinge klären. Wir haben jetzt in Deutschland inzwischen in 4 Bundesländern meines Wissens diese klassischen Trekkingcamps. Bevor ich die aufzähle, noch kurz der Hinweis, es gibt noch alternative Lösungen, teilweise auch noch in anderen Bundesländern, wo zum Beispiel Privatmenschen einfach gesagt haben, guck mal hier, das ist mein Grundstück, da hinten, da findest du ein Plumpsklo, da hast du eine Feuerstelle, steht dann so ein Schildchen und wenn du Bock hast hier zu zelten, bitte mach, nimm deinen Müll bitte wieder mit, verlass das Plumpsklo ordentlich und so weiter und viel Spaß. Ne? Also auf Privatinitiative, beispielsweise in Schleswig-Holstein gibt es das und ich meine, das gibt es auch noch an diversen anderen Orten. Ich habe neulich auch mitbekommen, in Saarland soll auch sowas sein. So ein beliebtes Beispiel für legal draußen schlafen sind auch die Bofen im Elbsandsteingebirge, also Nationalpark Sächsische Schweiz. Ursprünglich, so hat man es mir, als ich da mal auf Exkursion war, ist auch schon wieder ein paar Jährchen her, aber so hat man es mir damals offiziell von Seiten der Nationalparkverwaltung erklärt, sind die Dinger dafür da, dass Kletterer da übernachten dürfen. Beim Klettern. So, das Problem ist jetzt, das ist ja irgendwie diskriminierend, muss man klettern gehen, um da übernachten zu dürfen. Was ist denn mit dem Wanderer? Warum darf der normale Wanderer da nicht übernachten? Aber ursprünglich ist das wirklich so ein verbürgtes, traditionelles Recht, weil da schon immer Kletterer übernachtet haben, dass auch wenn der jetzt Nationalpark ist, da immer noch die Kletterer übernachten dürfen. Und ich weiß auch noch aus irgendeinem alten Video von irgendeinem größeren YouTuber, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welcher es war, dass er auch so die Schilder gesehen hat, die dann an diesen Bofen stehen und da steht dann wohl auch, stand damals noch, auch nur für Kletterer. Ne? Also auch das ist wieder so eine Sonderregelung. Deswegen eben finde ich diese Trekkingcamps so cool, weil die sind ganz klar und eindeutig und wirklich für jedermann. Und man kann sich sicher sein, dass man da darf. So, Haken, man muss das eben bis auf in Sachsen vorher online buchen.
und gegebenenfalls sind sie schon voll. Und insbesondere an Wochenenden ist es gar nicht so einfach, da spontan einen Schlafplatz zu kriegen. Also so nach dem Motto, ach, dieses Wochenende hätte ich mal wieder Bock. Also angenommen, es ist Donnerstag und ihr beschließt, oh ja, Samstag auf Sonntag könnte ich mal wieder im Wald pennen. Ich gucke mir mal raus, welches Camp gerade noch frei ist. Oh, gar keins. Das kann einem, je nachdem wie die Wetterlage gegebenenfalls ist, also durchaus entsprechend inzwischen passieren. Unter der Woche ist oft noch kein Problem, nach dem, was ich so recherchiert habe. Also geben tut es diese Dinger jetzt, um es endlich mal aufzuzählen. Erstens mal natürlich in der Pfalz. Das sind die ältesten, da gibt es auch jede Menge. Als ich das letzte Mal geschaut habe, waren es 10 oder 11. Könnten schon mal ein paar mehr geworden sein inzwischen. Und man kann die komplette Weinstraße entsprechend entlang wandern. Also nicht auf der Straße, sondern oben im Wald, indem man eben diese Trekkingcamps nutzt. Heißt, eine richtig, richtig lange Trekkingtour durch die Pfalz ist da also durchaus möglich. Man kann immer wieder zwischendurch in die Ortschaften, um sich dann Nahrungsmittel nachzukaufen und so weiter. Und das ist auch, glaube ich, die momentan immer noch längste zusammenhängende Strecke für eine Trekkingtour in Deutschland legalerweise und ohne da irgendwelche Sanktionen befürchten zu müssen. Also das tippitoppi, aber halt eben die Sache mit der Buchung, wie schon gesagt, irgendwann läuft es über ein Wochenende und dann könnte es schwierig sein, auf dem Platz, an dem man dann zu sein gedenkt, noch ein Plätzchen zu kriegen. Außerdem, was mich weiterhin noch so ein kleines bisschen sauer aufstoßen lässt teilweise, man kann keinen Platz doppelt belegen. Man kann also nicht zweimal den gleichen Platz buchen. Es ist verboten, ausdrücklich verboten, mehr als eine Nacht an einem Platz zu bleiben. Heißt, die Option zwischendurch mal einen Ruhetag einzulegen, was ich für Trekkingtouren als durchaus wichtig erachte, gibt es nicht. Klar, die Grundidee ist ja auch richtig, dass man da immer nur für eine Nacht bleiben soll, damit sich da halt eben kein Dauercamper einnistet. Aber ja, vielleicht muss man da in irgendeiner Form nochmal überlegen, ob einem irgendwie eine Ausnahme einfällt oder man macht ein spezielles Sondercamp, an dem man zwei Nächte bleiben kann, so in der Mitte der Strecke. Wie wäre das damit vielleicht, eventuell? Also ich glaube da, also ich persönlich hätte da noch diesen Verbesserungsvorschlag zu machen. Gut. Dann gibt es neben Rheinland-Pfalz circa gleichzeitig entstanden, ungefähr gleichzeitig, die beiden Nachfolgeorganisationen. Das ist einmal der Vorsteig in Sachsen und dann zweitens die Trekkingcamps im Schwarzwald. Die im Schwarzwald sind genau nach rheinland-pfälzischem Vorbild entwickelt worden. Da macht auch keiner ein Hehl draus, das geben sie auch zu, wenn man sie fragt, dass das quasi den Rheinland-Pfälzern nachgemacht ist. Man hat halt die Erfahrung genommen, die da als Pilotprojekt gemacht wurde und hat es dann im Schwarzwald sozusagen nachgebaut. Deshalb nahezu identisches System, gleiche ähnliche Internetplattform, auf der man das Ganze bezahlen kann, auch wieder per PayPal primär. Ich weiß nicht, ob es noch Alternativen gibt, aber meines Wissens ist, als ich das letzte Mal geguckt habe, war glaube ich PayPal die einzige Möglichkeit, das Ganze zu bezahlen. Wieder 10 Euro. Allerdings ist hier das Wandernetz zu den Trekkingcamps meiner Meinung nach vielleicht noch ein kleines bisschen ausbaufähig. Also die Tour, die man dazu machen kann, und die liegen teilweise im Nationalpark. Das ist einerseits durchaus sehr löblich, dass der Nationalpark da mitspielt. Das ist andererseits ja nicht notwendig, kann man auch nicht so ganz sagen, weil man muss quasi, wenn man über den Schwarzwaldrücken Richtung oben drüber über den Rücken laufen möchte, also da, wo die Berge am höchsten sind, dann muss man zwangsläufig irgendwann durch den Nationalpark. Und durch den Nationalpark ist es schwierig, an einem Tag durchzulatschen, ohne da drin zu übernachten. Demzufolge macht schon Sinn, dass ein bis zwei von diesen Camps dann auch im Nationalpark liegen. Jetzt liegen allerdings jetzt noch ein paar mehr im Nationalpark und das halte ich nicht unbedingt für erforderlich. Also meiner Meinung nach hätten da ein paar weniger im Nationalpark gereicht und ein paar mehr, also eins direkt davor, eins direkt dahinter, eins mittendrin. Das wäre ja meiner Meinung nach ausreichend gewesen. Dann könnte man ja vielleicht noch ein paar Alternativ-Ausweichcamps draußen und drumherum mehr oder weniger anlegen, weil im Nationalpark gibt es dann halt schon noch diverse Beschränkungen. Man darf zum Beispiel sein Feuerholz nicht selber sammeln. Das ist natürlich auch wieder komfortabel, weil dann wird es einem gestellt. Kostet trotzdem nur 10 Euro die Nacht, weil wird subventioniert, weil Nationalpark hat genug Geld. Also sollte man zumindest meinen, jedenfalls hat er einen ganzen Haufen Geld. Ob ihm das reicht, das ist eine andere Frage, aber man sollte eigentlich meinen, dass das finanziell zu stemmen wäre, die Kosten für das Bereitstellen von Brennholz. Und ja, allerdings
manche dieser Camps sind nach dem, was ich jetzt gesehen habe, ich habe sie noch nicht alle besichtigt, aber man kann sich ja YouTube-Videos dazu angucken, oh, so ein bisschen fragwürdig angelegt. Zum Beispiel, um den Waldboden zu schonen, schmeißt man dann Hackschnitzel auf den Boden. Ne? Oder auf welchem Grund auch immer. Oder damit die Zelte eben entsprechend weicher aufgebaut werden können. Ich weiß es nicht, wozu das genau jetzt da sein, gut sein soll. Aber wie ein Kollege, also ein anderer YouTuber, auch entsprechend angemerkt hat, ist es relativ bescheuert, diese Hackschnitzel auch um die Feuerstelle anzubringen. Ha? Weil die sind brennbar. Also noch vielleicht so ein paar kleine Details. Ich weiß auch nicht, wie aktuell das jetzt noch ist, dass ich das Video dazu gesehen habe. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Da kann man vielleicht sicherlich noch ein paar Verbesserungen durchführen. So, jetzt ganz neu dazugekommen ist Bayern. Bayern hat im Spessart jetzt, glaube ich, insgesamt 2 Camps, sollen aber noch viel mehr dazukommen, haben sie versprochen, und hat ein Stückchen weiter östlich auch nochmal 3 oder 4, meines Wissens. Gleiches System, auch wieder wie in Baden-Württemberg und der Pfalz, gleiches ähnliches Anmeldeformular, wieder 10 Euro pro Zeltplatz. Allerdings dürfen in Bayern, glaube ich, sogar bis zu 4 Zelte pro Platz aufgestellt werden. Wieder mit 2 bis 3 Personen, was die Maximalzahl eben von 12 Leuten zulässt. Im Schwarzwald, im Nationalpark, dürfen übrigens pro Camp nur 6 Leute übernachten, weil nur 3 Zelte und die dürfen nur mit 2 Leuten belegt werden. Das heißt, man muss da wirklich ziemlich früh, gegebenenfalls, wenn man an einem Wochenende dahin möchte, wirklich das Ganze ziemlich früh wissen, an welchem Wochenende man dahin will. Ja, das ist schon ein bisschen, also es ist schön, dass es das gibt, das ist wirklich super, aber und ich weiß auch nicht, wie man das anders machen soll, ich verstehe auch, dass da wenig Leute dann hin sollen, weil da ist ja schon eine gewisse Störung gegeben, wenn da jetzt zum Beispiel 12 Leute mit dem Nationalpark hocken würden und da entsprechend übernachten. Aber, also da finde ich das bayerische Modell doch etwas, sagen wir mal, toleranter. Und ob es jetzt 9 oder 12 Leute sind, weil in der Pfalz, so Regelfall sagen wir jetzt einfach mal, dass dann meistens so 9 Leutchen pro Zeltcamp zustande kommen. Wobei, ich glaube, da gibt es auch 4 Zeltplätze. Ich glaube, in der Pfalz gibt es auch im Regelfall 4, bis zu 4 zugelassene Zelte. Ha, beschäftigen wir uns nicht allzu lange mit dem Kleinkram. So, jedenfalls. Bayern hat jetzt eben auch entsprechend nachgezogen. Wie die aussehen, keine Ahnung, das ist alles sehr, 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 sehr neu. Schön ist es auf jeden Fall, dass das jetzt auch in Bayern gibt. Und dann auch schnell eben entsprechend zu Sachsen. Sachsen hat ein anderes System. Sachsen hat eine vorgefertigte Trekkingroute sozusagen. Nicht mehrere Vorschläge, wie man ums Camp so und so eine Runde drehen kann, um dann da eben entsprechend zu übernachten. Sondern wirklich eine fixe, wunderschöne Trekkingroute. Ich habe mir Videos dazu angeguckt. Ich konnte sie leider noch nicht machen, aber die Videos sehen extrem beeindruckend aus, deswegen will ich da unbedingt hin. Aber jetzt haben sie halt leider schon zu, muss ich halt im April wieder kommen. Ne? Aber das System ist von dahingehend in zweierlei Punkten wirklich sehr, sehr anders. Erstens, es gibt sogar Hütten, die kosten dann tatsächlich einen 10er pro Person pro Nacht. Aber es gibt Hütten, ja? Das ist deutschlandweit einmalig, das hat bisher nur Sachsen. Indem man ganz offiziell übernachten darf, da ist sogar ein gewisses Inventar vorhanden. Es gibt sogar in irgendeiner Form einen Ofen, inklusive Brennmaterial, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das ist schon sehr luxuriös. Ne, das ist dann ja schon nicht mehr Trekking, das ist dann tatsächlich eine Hüttentour außerhalb der Alpen. In nicht bewirtschafteten Hütten. Auch was Cooles. Dank Sachsen gibt es das jetzt, vorher gab es das nicht. Also dank Sachsen-Forst muss man sagen. Im Fall von Sachsen ist das keine Kooperation, soweit ich das verstanden habe, keine Kooperation von Naturparken. Naturpark mit Forstverwaltung, sondern da ist es allein Sachsen-Forst, die das entsprechend ermöglicht haben. Und die kooperieren mit was? Mit Tschechien. Weil dieses Ding ist sogar noch grenzüberschreitend. Man hat also noch eine gewisse völkerverständigende Wirkung. Man kommt immer mal wieder nach Tschechien rüber und teilweise übernachtet man auch in Tschechien auf einem Campingplatz. Naja, aber jedenfalls neben diesen Hütten gibt es auch solche Camps, ne? Also solche Zeltplätze sozusagen. Die werden in ihrer Struktur ähnlich sein wie das, was wir aus Pfalz und Baden-Württemberg und jetzt auch Bayern eben entsprechend kennen. Kosten aber nur 5 Euro, ne? Pro Zelt, wohlgemerkt. Also das ist ein sehr, 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 sehr vernünftiger Preis. Also Hut ab. Und
das Problem mit der fehlenden Spontanität für solche Übernachtungen auf solchen Plätzen und solche Touren und so weiter und so fort, das ist auch nicht so sehr gegeben, weil es gibt ein anderes Bezahlungsmodell. Nämlich kann man an bestimmten Orten käuflich erwerben sogenannte Trekking-Tickets. Also Papierschnipsel. Und diese Papierschnipsel, die kann man dann vor Ort am Trekkingcamp in eine Box schmeißen. Und damit hat man quasi das Trekkingcamp bezahlt. Das heißt, man muss sich nicht vorher anmelden. Man ist spontaner. Man kann sagen, dann und dann, jetzt gehe ich wirklich mal spontan los und gehe dann da halt mal hin. Hat den großen Vorteil, Spontanität ist möglich. Hat den großen Nachteil, diese Teile können überfüllen. Ne? Also bei der Hütte ist es jetzt nicht so dramatisch. In so eine Hütte passt ja immer noch eine Person mehr rein. Ne? Wenn abends dann noch jemand kommt, verzweifelt, durch die Dunkelheit stapfend, und dann ist es oberstes Hütte in der Wildnis Bewohnergesetz, dass man denjenigen, der dann noch kommt, irgendwie noch irgendwo dazwischen schiebt. Ne? Also unter den Küchentisch oder irgendwie sowas. Also dass der irgendwie noch unterkommt. Niemand wird abgewiesen. Ganz wichtige Hüttengrundsatzregel. Da ist noch nicht so sehr das Problem. Aber auf diesen Zeltplätzen, da gibt es ja auch wieder eine Beschränkung, wie viele Leute und wie viele Zelte da auf einen so einen Platz gehören. Jo, und wenn da jetzt halt ein oder zwei oder drei zusätzliche Mannschaften mit Zelt anmarschiert kommen und das Ding ist schon voll, und das wussten sie, konnten sie vorher ja auch nicht wissen, weil es ja nicht online reserviert wird, im Grunde müssten sie dann weitergehen. Das geht aber auch wieder nicht, weil der nächste legale Zeltplatz natürlich logischerweise, also mindestens, da gibt es Unterschiede, aber mindestens eine halbe Tagesetappe eben entsprechend entfernt liegt. Oder halt zumindest mal 3 Stunden. Und das will man dann ja gegebenenfalls auch nicht nochmal machen. Boah, ne? Also im Grunde erstmal toll, oh, ich muss mich nicht anmelden, aber was machen wir bei Überfüllung? Ist noch sehr neu, also das war jetzt, glaube ich, meines Wissens, dieses Jahr war das erste Jahr, in dem man das komplette Jahr den Vorsteig begehen konnte. Leider, wie gesagt, habe ich es verpennt. Und da wird sich natürlich noch zeigen müssen, wie das funktioniert. Ich finde es einfach von daher erstmal toll, dass Sachsen ein alternatives System anbietet. Also was anderes als der Rest. Gut. Also, per se, prima Sache, alles super, alles schön. Aber. Die Trekkingcamps haben natürlich für den etablierten Waldläufer, sage ich jetzt mal, einen Nachteil. Nämlich bei den Gebrauchsanweisungen zu all diesen Camps, ne, und in, steht jedes Mal mehr oder weniger drin, Übernachten außerhalb der Camps ist nicht gestattet. Gut. In Bayern steht zum Beispiel, sonstiges Lagern außerhalb dieser Camps ist im Naturpark Spessart nicht gestattet oder was, habe ich glaube ich so gelesen. Da haben sie recht, da bräuchten sie eigentlich nicht mal dazu schreiben, dass es im Naturpark Spessart nicht gestattet ist, es ist sogar Bayernwald streng genommen nicht gestattet. Ne? Ein Übernachten ist da nicht zulässig, da gibt es so eine lustige Verordnung, die Bayernwald gilt, abgesehen vom Bivakieren oberhalb der Baumgrenze. Ne? Aber im Spessart gibt es keine Baumgrenze, demzufolge hat sich das dann auch schon wieder erledigt. Also, im Fall von Bayern ist der Fall sowieso klar, da darf man eh nicht draußen schlafen. Eigentlich, ne, das kratzt natürlich niemand, aber rein rechtlich gesehen darf man es in Bayern nicht, ne? Gegebenenfalls meine ganzen Waldrecht-Videos angucken, wenn ihr es jetzt ganz genau wissen wollt, wo das steht und so weiter. Das heißt, Bayern ist fein raus, ne? Da ermöglichen die Trekking-Camps jetzt etwas, das vorher gar nicht möglich war. Anders sieht es aus in der Pfalz. Weil in der Pfalz soll man auch außerhalb der Trekkingcamps natürlich wiederum nicht übernachten. Ne? Und da ist, dadurch, dass die Trekkingcamps ja sehr wohl eine Kooperation mit der Forstbehörde und so weiter und so fort darstellen, damit auch eine Rechtsgültigkeit gegeben. Weil die Forstbehörde kann schon sagen, du darfst doch nicht pennen. Ne? Und die können das auch allgemein sagen, weil es ist ja immer nur eine Grauzone. Mit dem darf man nun im Wald übernachten oder darf man es nicht. Nicht zelten, nur einfach so draußen pennen. Zelten darf man nie. Aber einfach mit Plane spannen und drunterlegen mit dem Schlafsack. Ne? Das ist auch schon dadurch noch schwieriger geworden, dass es jetzt diese Trekkingcamps gibt. Ne? Wären diese Trekkingcamps noch gar nicht da,
dann wäre auch keine Forstverwaltung auf die Idee gekommen, entsprechend jetzt sich mal dazu konkret zu äußern, dass man da jetzt nun darf oder dass man da entsprechend nicht darf. Beispiel Sachsenforst. Bei Beispiel Sachsenforst ist es so, dass die meines Wissens nur geschrieben haben, dass ein Zelten außerhalb der Trekkingplätze nicht gestattet ist. Ratter, 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 ding! Na gut, dann zelte ich halt nicht. Man könnte also auch sagen, man macht die komplette Tour nur mit einem Biwaksack, meinetwegen. Ne? Und wenn man dann mal irgendwo zwischen den Plätzen übernachten muss, weil die sind teilweise ein bisschen im ungünstigen Abstand angebracht, sage ich jetzt mal, von der Etappeneinteilung, also je nachdem, wie fit man ist. Aber manchmal ist es, also ich habe es mir mal versucht zusammenzubauen, entsprechend diese Route. Sie empfehlen irgendwie, glaube ich, 10 Tage. Ich habe gesagt, ich schaffe es in einer Woche. Das ist auch durchaus möglich, da muss man auch nicht Superman für sein. Nur ist es dann ein bisschen schwierig, wirklich punktgenau den Tag immer an so einem Übernachtungsort, sei es eine Hütte oder sei es so ein Zeltplatz, entsprechend zu beenden. Und deswegen hatte ich mal überlegt, ja, da könnte ich doch theoretisch auch zwischendurch einmal wild im Walde übernachten. Ja, und streng genommen hat Sachsenforst das Ganze nicht verboten. Wahrscheinlich haben sie gemeint, dass man mit nicht unterwegs zelten auch sonst nicht nachts unterwegs irgendwo wild übernachten soll. Das haben sie mit ziemlicher Sicherheit gemeint, aber sie haben es zumindest nicht ausdrücklich da reingeschrieben. Was ich, also Sachsen ist wirklich das Positivbeispiel in all diesen Sachen, was ich einfach super finde, weil wenn jemand randaliert, kann man sagen, natürlich haben wir auch Biwakieren gemeint. Hier, du da weg. Da hast du Strafe. Und falls jemand eben nicht randaliert und wirklich ganz brav und ganz ruhig und lieb ist und den Förster mit einer Tasse Tee besticht. Nein, keine Korruption. Nur eine Tasse Tee. Dann hat er die Möglichkeit, definitiv auf ein Auge zuzudrücken. Also die Möglichkeit, ein Auge zuzudrücken, besteht immer, selbstverständlich. Aber da auch, na sagen wir mal, da ist das Augenzudrücken offizieller möglich als woanders. Also wirklich toi, toi, toi. Alles, was ich bisher mit Sachsenforst zu tun hatte, war sehr vernünftig. Dann haben wir jetzt noch den Schwarzwald. Wie regeln die das? Ja, tatsächlich, der Schwarzwald ist das kontroverseste Beispiel, weil im Schwarzwald heißt es, beziehungsweise da kann man dann nachlesen, dass das Übernachten im Naturpark Nordschwarzwald außerhalb der Trekkingplätze nicht gestattet sei. Auf der Seite der Trekkingplätze kann man das nachlesen. So, und da ist der Knackpunkt, weil damit bin ich nicht einverstanden. Der Naturpark, ne, der betreibt auch die Seite, wo man sich da entsprechend anmelden kann zu den Trekkingplätzen, der sagt das. Ja, aber der Naturpark darf das gar nicht sagen, weil der Naturpark, der hat nichts zu sagen, weil der Naturpark per se, der Raum Naturpark, keinerlei Betretungs-, Verhaltens- oder sonstige Vorschriften mit sich bringt. Das steht dann auch wieder woanders auf der Seite des Naturparks. Wenn man nämlich mal guckt, Regeln, also die Kulisse, Naturpark, kriegst du eine Karte, wo der überall gilt und dann klickst du auf den Reiter Regeln und dann steht, beachten Sie die örtlichen Schutzvorschriften. Auf gut Deutsch, wenn du im Naturschutzgebiet bist, darfst du natürlich das nicht, was du im Naturschutzgebiet nicht darfst. Der Naturpark enthält jede Menge Naturschutzgebiete, aber nicht alles davon ist Naturschutzgebiet. So, und das bedeutet rechtlich gesehen, gilt wirklich nur das, was in den entsprechenden Schutzgebieten gilt. Außerhalb der entsprechenden Schutzgebiete gilt stinknormales baden-württembergisches Waldgesetz. So, und das verbietet eben nicht per se das Übernachten draußen. Heißt, der Naturpark darf, nach meiner juristischen Einschätzung, ne, ohne Jurist zu sein, darf der Naturpark gar nicht sagen, dass das Übernachten außerhalb dieser Trekkingcamps verboten sei. Daran haben sie natürlich ein Interesse, weil die wollen ja, dass die Leute auf die Trekkingcamps gehen, klar. Aber sie dürfen es eigentlich gar nicht verbieten. So, und das ist meiner Meinung nach ist das große Problem, dass durch das Vorhandensein von zweifellos legalen Übernachtungsmöglichkeiten ein spontanes einfach so im Wald schlafen für denjenigen, der nicht zelten möchte, sondern wirklich einfach nur sich in den Wald legen und da pennen will, dadurch erschwert wird. Und dieser Naturpark, ne? Also wenn man das wirklich glaubt, dass man im ganzen Naturpark das jetzt nicht mehr darf, weil es die Camps gibt, der Naturpark ist verdammt groß.
Der ist verdammt groß. Ich weiß nicht, ob das, wo ich hier sitze, jetzt schon drin ist, aber wenn nicht, dann ist es ganz knapp draußen. Ne? Also entweder drin oder ganz, ganz knapp. Also wenn ich 5 Meter da drüben gehe, könnte ich drin sein. So irgendwas nach dem Motto. Und das stoßt mir dann wiederum ziemlich, ziemlich sauer auf. Und deswegen, ja, ich bin grundsätzlich sehr begeistert über diese Trekking-Camps, aber wenn sich dann die entsprechenden Betreiber der Trekking-Camps erdreisten, Gesetze zu erlassen, die sie nicht erlassen dürfen, oder diese Trekking-Camps dazu führen, dass das Grauzonenrecht des einfach im Wald Schlafens weniger grau wird und mehr rot, beziehungsweise halt nicht mehr existiert, dann ist das eine Entwicklung, die mir gar nicht gefällt. Ne? Ah, schwierig. Also Bayern mal außen vor genommen, da durfte man früher gar nicht, jetzt darf man auf den Plätzen. Da ist ja eine Verbesserung, nur eine Verbesserung da. Ne? Sachsen löst es optimal. Die Pfalz, ich müsste es mir nochmal genau durchlesen, muss ich ehrlich gesagt gestehen, aber... Inzwischen habe ich es nochmal genauer durchgelesen. Die meisten Trekkingplätze in der Pfalz liegen sowieso im Biosphärenreservat und anders als ein Naturpark, also ist ein kombinierter Naturpark und Biosphärenreservat, anders als ein reiner Naturpark kann ein Biosphärenreservat sehr wohl sagen, dass man da nicht abseits der Wege einfach so übernachten darf und damit ist es in der Pfalz eigentlich eh schon raus. Ne? Und damit stellen in der Pfalz, ähnlich wie in Bayern, die Trekkingcamps wirklich die einzig legale Möglichkeit, irgendwie da draußen im Biosphärenreservat Pfälzerwald entsprechend zu übernachten, da. Also im Grunde da auch kein Problem. Aber im Schwarzwald halt eben so ein bisschen zwiespältig zu betrachten. Ich verlinke euch mal spaßeshalber, wenn ich dran denke. Wenn nicht, schreibt mir einen Kommentar, dass ich noch dran denken soll. Wie immer. Aber ansonsten versuche ich euch zu verlinken, die entsprechenden Seiten, wo man die jeweiligen Trekkingplätze buchen kann, beziehungsweise im Fall von Sachsenforst verlinke ich euch die Seite, wo ihr erfahrt, wo ihr diese Trekkingtickets herbekommt. Ich glaube, man kann die auch in irgendeiner Form auf dem Postweg bestellen. Ansonsten, was ich weiß, ist, dass es sie bei Globetrotter Dresden gibt. Ne? Also in der entsprechenden Globetrotter-Filiale. Sonst fällt mir gerade spontan nichts ein, aber irgendwelche Touristeninformationen werden die wahrscheinlich auch haben und so weiter. Jo, und das wär's im Wesentlichen. Also so ganz entspanntes Labervideo für abends, wenn ihr mal nichts Besseres zu tun habt. So war das jetzt quasi konzipiert und ich glaube, so ist es auch geworden. Und viele von euch werden wahrscheinlich auch nicht viel Neues erfahren haben, aber jo, jetzt habe ich schon gedreht, jetzt ist es schon zu spät. Und ihr habt es schon angeguckt. Macht's gut.